Hallo, herzlich willkommen alle Freunde des Schnitzens. Heute möchte ich eine vertieft erhabene Schrift schnitzen. Diese Schriftvorlage ist die freie, fette Blockschrift. Ich habe das im Internet versucht mal rauszufinden. Ich finde die da nicht mehr. Falls du sie findest, poste das gerne unter die Kommentare, wenn es eine freie Schrift sein sollte, die man sich irgendwie downloaden kann oder irgendwie anderweitig anschauen kann, dann gerne hier unten unter dem Video verlinken, wenn du das findest. Ich habe es nicht gefunden, ich bin aber so kulant und tue meine Vorlage, die mir jemand gegeben hat, gerne mal einscannen und die kannst du auf meiner Webseite downloaden unter dem Punkt Dokumente. Also da wirst du dieses ganz zum Schluss wahrscheinlich dann aufgelistet finden, ganz unten. Da kannst du das einfach downloaden, ausdrucken oder was auch immer du damit machst, ob du das kopierst, vergrößerst oder zu neuen Worten zusammensetzt. Ich würde dir aber empfehlen, zeichne es, versuch's freihand zu zeichnen, deine Schriftvorlage, was auch immer du davor hast, einen Wegweiser oder so, dass du das mal in einem Schriftzug der gewünschten Größe zeichnest mit dieser Vorlage vielleicht, wenn dir die Schriftart gefällt. Also ich habe dafür immer viel Lob bekommen. Wenn Leute diese fertige Schrift gesehen haben, waren die immer eigentlich sehr angetan davon. Und es wird sich wirklich auf ein neues Level bringen. Egal welche Schriftart du da wählst, die sollte natürlich schon ein bisschen schnitzbar sein vom Grundaufbau her. Aber diese erhabenen Schriften sind viel besser lesbar als die eingekerbten, denn das hängt immer vom Lichteinfall ab bei den Kerben, ob die dann wirklich schön plastisch erscheinen oder ob die mal nicht so gut ausschauen. Je nach Lichteinfall kann man einen schönen 3D-Effekt bekommen, aber auch manchmal einen ganz verqueren Eindruck von der Schrift bekommen. Die Buchstaben müssen dann meistens schön groß sein, dass sie gut lesbar sind. Und viele arbeiten dann auch bereits mit Farben, wo sie die Kerbe hinterlegen, um den Kontrast zu vergrößern. Aber dann habe ich eigentlich einen 2D-Effekt, dass ich dann mehr auf diesen Farbabstufkontrast schaue und nicht mehr so auf dieses plastische Einkerben. Und dann muss man sich ja schon die Frage stellen, warum man das Ganze eigentlich noch einkerbt, plastisch, und sich die ganze Arbeit macht am Ende. Also, da würde ich doch sagen, die erhabene Schrift kann ein absoluter Gewinn für deine Arbeiten sein. Schau dir das gerne mal an, was ich hier vom Grundaufbau gemacht habe. Guck dir vielleicht die Schriftvorlage an oder suche nach anderen schönen Schriften oder kauf dir ein Schriftbuch, um das Ganze dann schön umzusetzen. Und da wünsche ich dir viel Freude in diesem Video. Ich möchte mit euch gerne die freie, fette Blockschrift betrachten. Und hier steht auf dieser Kopie schon, die Darstellung ist vertieft erhaben dargestellt. Und das ist hier die ideale Variante für diese Schrift. Diese fetten, also wirklich fetten Blöcke kommen am besten raus, wenn sie erhaben stehen bleiben und der Hintergrund tiefer geschnitzt wird oder in einem Grabkreuz, in einem Grabstein, wie auch immer. Das ist ja für alle möglichen Bildhauerarbeiten auch noch geeignet, aber wir sind jetzt hier beim Schnitzen und da ist es ganz toll, auch mit dieser Schrift zu gestalten, zu arbeiten, weil ich habe die auch gerne dann freihand gezeichnet, weil einerseits ist sie irgendwie sehr genau, aber andererseits hat sie auch was ganz Freies und man kann da noch so kleine Veränderungen vornehmen und das ein bisschen anpassen. Man sieht ja hier zum Beispiel, dass die Abgrenzungen ineinander überfließen, verschwimmen. Und das könnte ich jetzt noch krasser machen, dass ich die Zwischenräume noch mehr verkleinere oder dass ich sie weiter auseinandernehme. Je nachdem, was mir da so gefällt. Ich glaube, man nennt es ja auch Ligaturen, also dass zwei Buchstaben wie in einem verschmelzen. Und das kann man also noch gekonnter, noch besser darstellen. Die Schriftexperten, insbesondere die Steinmetze, die viele Grabkreuze und Grabmäler hauen, können da sicherlich noch bessere Auskunft geben. Ich habe mir hier mal das kopiert und ich würde jetzt gerne mal mit euch G und H probieren. Die Vorgehensweise ist einfach mit dem Geißfuß das zu umranden und dann aber ganz wichtig hier, wie bei dem D gezeichnet, diese Zwischenflächen wirklich zu schnitzen als eigene Fläche und dann den Hintergrund versuchen glatt zu schnitzen. Das ist natürlich die handwerkliche Herausforderung, wenn du das nicht gut hinbekommst. Also wir hatten jetzt hier, im Schnitzkurs war einer da, der hat zum ersten Mal den Hintergrund punktiert. Also das bedeutet, er hat mit einem Körner das hier ganz gleichmäßig so kleine Punkte reingehauen und dadurch entsteht ein ungeheurer Kontrast zu der glatten Oberfläche und dem Hintergrund. Da kann man nämlich noch so kleine Schnitzfehler so ein bisschen kaschieren, wenn mal ein bisschen was ausbricht oder ich es nicht richtig sauber bekomme. Man kann solche Punktiereisen auch selber mit der Feile herstellen oder einen Nagel zweckentfremden, wenn man gar nichts anderes hat. Aber hier diese Fläche, die müsste man halt wirklich mit dem Eisen schön glatt und sauber schnitzen und das soll ja in die Tiefe gehen.
Und dadurch habe ich gleich ja eine sinnvolle Übergangsform geschaffen und das Ganze wirkt unheimlich schön räumlich, plastisch. Letztendlich muss ich da auch nur 3 mm reinschnitzen. Also das wird schon reichen, dass das richtig gut lesbar rauskommt. Wird man viel besser lesen können als jede gekerbte Schrift, weil gekerbte Schriften immer vom Lichteinfall abhängig sind. Und dann können Sie eine sehr schöne dreidimensionale Wirkung bekommen. Aber wenn das Licht schlecht ist, können Sie auch ja so ein bisschen schlecht lesbar sein. Also die hier werden immer besser lesbar sein. Dafür wird man viel Lob und Anerkennung bekommen, wenn einem das interessiert. Aber ich denke, es sollte ja darum gehen, Leuten eine Freude zu machen oder das ja im Sinne der Gestaltung anzuwenden. Und die hilft eben, kommt einem schön entgegen. Man kann die auch mal freihand zeichnen. Man braucht nur das System verstehen. Man kann das unheimlich schnell lernen. Ich habe die gerne freihand gezeichnet, auf verschiedensten Arbeiten direkt aufs Holz aufgezeichnet. Und dann kann ich da auch gleich meine Abstände super einteilen, mal was wegradieren, wenn es nicht richtig passt, und dann umrande ich das schnell. Ich würde aber vermeiden, hier nur mit einem Hohlbohrer ringsherum zu fahren und alles einfach ein bisschen tiefer zu schnitzen. Klar, man kann mit diesem Hohlbohrer den Hintergrund ein bisschen strukturieren, dass er ein bisschen lebhafter ist als die Oberfläche, aber die Umrandung würde ich schon gleichmäßig klar schnitzen. Zum einen habe ich diese Ecken, wo ich mit dem Eisen gar nicht richtig reinkomme, und zum anderen sieht das viel gekonnter aus, viel durchdachter, viel mehr durchgearbeitet. Also da würde ich mir unbedingt Mühe geben. Und jetzt werde ich das gleich einmal hier, diese beiden Buchstaben, schön durchpauschen und mit dem Geißfuß umranden und schnitzen. Dann viel Spaß im weiteren Verlauf des Videos. Ich habe jetzt hier den Geißfuß, ein Stich 12, 6 mm Swissmade, also das ist ungefähr der Stich 41, das ist ein bisschen dieser spitzere Keilwinkel, 6 mm reicht mal völlig aus, weil ich ja schon erwähnt habe, nur 3 mm möchte ich eigentlich nur in die Tiefe stechen, also das wird vom reinen Überlegen her schon mal nicht viel tiefer werden müssen und für diese Größe von Buchstaben sowieso nicht mehr, also reicht auch ein 3 mm Eisen oder so, würde auch dieses Eisen funktionieren, hier ein 3 mm Geißfuß. Aber das hier ist noch ein bisschen schöner von der Handhabung. Und jetzt ist meine Empfehlung, eine schöne Schnittführung an den Tag zu legen. Das könnte ich ja, wenn das Eisen richtig schön super scharf ist und ich die Schnittführung gut hinbekomme. Also ich muss sehr kontrolliert arbeiten, mit der linken Hand schön gegenhalten, ja, dass das nicht übers Ziel hinausstößt. Dann arbeite ich schön mit Druck. Ich darf nicht zu wenig nehmen. Und dann steche ich mal so überall schön ringsrum. Weil dann habe ich ja praktisch schon die Fläche. Dann muss ich gar nicht viel mehr mit irgendeinem Balleisen oder irgendwas nachstechen. Das kann ich natürlich, wenn ich jetzt noch Fehler erkenne oder es ungenau ist. Aber ich will ja auch mal was schnell machen. Wäre jetzt der Werdegang, dass ich alles schön umrande. Und das Schöne ist, bei dieser Schrift geht es ja nicht um hundertprozentige Genauigkeit, sondern die lebt eigentlich wirklich davon, dass ich auch mal so ein bisschen damit Variationen reinbringe oder spiele. Ich muss jetzt eben nur darauf achten, dass ich hier bei diesen Linien, ja, wenn ich jetzt hier so hoch schnitze, schneide ich genau an der Kante oben gegen die Faser. Also das muss ich vermeiden, dass ich mit dem Geißfuß immer gucken muss, ja, wie ist der Faserverlauf des Buchstabens sozusagen, der durch diese kleinen Schrägen hier angegeben wird, dass ich das nicht verhunze oder irgendwie ausreiße. Es wäre jetzt sehr verführerisch, hier hoch zu schneiden, aber dann schneide ich hier oben an der Kante wieder genau gegen die Faser. Deshalb muss ich hier so ein bisschen verkrampft so rumschneiden, und daher das Stativ jetzt da steht mit der Kamera, kann ich mich da auch nicht hinstellen. Aber ihr könnt es ja gerne auch rumdrehen, das Brett einfach ausspannen, rumdrehen, dass man hier sich nicht verführen lässt, gegen die Faser zu schnitzen. Ja, so eine gewisse Schnittführung muss man an den Tag legen, dass das
dass der Schnitt möglichst schön durchgeführt ist. Jetzt muss ich auch mal wirklich versuchen, hier den Schnitt runterzuziehen. Ja, das meinte ich jetzt mit der Schnittführung. Also da habe ich doch schon die halbe Miete jetzt. Wenn ich jetzt das hier umrande und rausschnitze, dann muss ich lediglich darauf aufpassen, dass ich jetzt den Hintergrund schön gerade schnitze. Und je nachdem, was man so vorhat, auch bei Wegweisern kann ich ja wie so eine Form festlegen, die das ganze Wort umrandet. Und da höre ich dann eben auf mit dem tiefer Schnitzen. Ich muss ja nicht alles jetzt hier runterbringen. Man kann aber auch bei sehr großen Reliefen natürlich mit der Oberfräse sich das wegfräsen, einen schönen Nutfräser da einspannen und dann alles runterfräsen. Und wenn man runde, weiche Übergänge haben will, kann man ja natürlich auch einen kleinen Hohlkehlenfräser da einspannen. Also das ist ja alles gar kein Thema, da kann man unglaublich viel schnell auch gestalten. Und ich kenne auch jemanden, der hat ja in so halbierten Baumstämmen dann immer in der glatten Fläche praktisch solche großen Schriften reingeschnitzt und mit der Oberfräse erstmal alles rausgehauen. Und jetzt sieht man schon hier, der Buchstabe poppt richtig raus. Und das ist ja das, was ich haben will. Ja, jetzt ist das Eisen ein bisschen klein, aber ich kann es hier sehr individuell einsetzen. Auch bei diesen schmalen Zwischenräumen hier in der Mitte und dann eben auch mal hier oben. Da sehe ich jetzt kein großes Problem. Da muss ich ja nicht andauernd das Werkzeug wechseln. Und wenn ich doch mal ein anderes brauche, nehme ich halt ein richtiges, wirkliches Flacheisen. So, das wiederhole ich jetzt einfach auf der anderen Seite und lasse mal die Kamera etwas schneller laufen, weil das Prinzip ja jetzt klar ist. Und dann gehe ich nochmal auf das Sauberschnitzen zum Schluss ein. Nun bin ich bei den letzten Schnitten angelangt. Also ich kann natürlich noch lange schnitzen, je nachdem, wie genau ich es machen will. Ich würde jetzt hier mit dem Flacheisen entsprechend nochmal bestimmte Stellen der Konturen so ein bisschen nachstechen, wo ich noch Bleistiftstriche sehe. Wenn so ein richtiger schöner Stich nochmal kommt, ist es nochmal exakter das Ganze. Als ein Geißfußschnitt. Man sieht auf jeden Fall den Unterschied. Leicht, aber immerhin. Also ich würde schon sagen, dass da nochmal ein Unterschied besteht. Und wenn man jetzt sagt, okay, man will nur mit diesem Stechen arbeiten, dann würde ich halt von Anfang an
diese Form hier immer so reinhauen mit dem Klüpfel. Und dann kann ich natürlich auch anständig immer dagegen arbeiten mit den Werkzeugen. In Eiche hier würde sich das sehr, sehr empfehlen. Also die grobe Maserung bei entsprechend großer Schrift mit diesen schönen gestochenen Flächen hier an der Seite. Das wäre eine sehr schöne Harmonie, weil auch dieses harte Holz sich gut sauber schnitzen lässt in diesen Feinheiten hier, in diesen Ecken. Da ist die Linde natürlich nicht so dankbar, dass man hier jede Faser sieht und jeden Stich, dass der immer noch stehen bleibt. Bei der Eiche fällt dann manchmal in den letzten zarten Schnitten das so richtig schön weg. Gut, hier ist es jetzt auch durchaus gelungen, aber ich finde, Eiche hat da noch mal was ganz Eigenes für sich. Ja, hier innen muss ich halt entsprechend kleineres Werkzeug nehmen. Daher ich auch den Hintergrund hier mit diesem kleinen Flacheisen schnitzen muss, ist es auch sinnvoll, hier diese Fläche dann wirklich mal mit einem Flacheisen nochmal gerade zu stechen oder halt sehr gleichmäßig in der Form. Diese Ecke muss so ganz leicht kommen. Die wichtigsten Eisen, die ich jetzt verwendet habe, waren zum Beispiel dieser Stich 2 5 mm. Also damit kann ich hier zwischen dem G wirklich mal lang schnitzen. Ich kann auch fast bis hier runter in die Ecke schnitzen. Hier diese Ecken, die muss ich natürlich wirklich suchen und hier mal so entlang fahren. Und was dann dazwischen nicht mehr rausgeht, da habe ich jetzt den Stich 2 2 mm genommen. Und wenn dann manchmal, wenn ich jetzt hier so rüber schnitze, stehen manchmal noch so Fasern hoch. Die kann ich zum Beispiel so hier wieder abschnitzen. Weil ich kann nicht immer nur so reinstechen. Ja, kann ich schon, aber im Arbeitsablauf müsste ich dann manchmal halt das Eisen noch wechseln. Und wenn ich jetzt hier querschnitze, wird es dann trotzdem manchmal nicht optimal. Also deshalb kann ich hier auch mal so lang fahren, dass ich da diese Fasern durchtrenne mit der unteren Ecke des Eisens, hier so diese Ecke lang fahre und dann wieder querschnitze. Da muss ja die Faser letztendlich nur durchtrennt werden. Es muss mindestens so scharf sein, dass ich hier quer zur Faser schnitzen kann. Die verläuft ja so, und wenn ich so schnitze, schneide ich immer schön quer zur Faser, wie das ja bei fast allen Schriftplatten der Fall sein wird, bei Wegweisern oder Grabkreuzen. Manchmal verläuft sie auch längs. Dann muss man sich natürlich wieder darauf einstellen, dass man dann immer schön mit der Faser arbeitet. Und gerade bei den oberen Kanten der Buchstaben schön aufpasst, wenn man es jetzt gewohnt ist, nur mit diesem Faserverlauf zu schnitzen, ja, kann einem das manchmal da ein bisschen verwirren, habe ich schon mal festgestellt. Aber gerade wenn das jetzt ein gröberes Holz ist, also mit einer groben Maserung wie Eiche, sieht man das ja immer ganz schön, wie das dann wirklich verläuft. Mit dem Geißfuß kann ich natürlich auch arbeiten, indem ich ihn hier so ein bisschen auf die Seite lege, mit einer Flanke arbeite, dadurch, dass ich die Spitze immer in die Ecke anlegen kann.
habe ich da auch immer einen Führungspunkt und kriege da einen schönen Anschluss immer zur Ecke hin. Also das gefällt mir auch sehr gut mit dem Geißfuß. Lediglich halt diese richtig schöne, scharfe Stichkante vermisse ich da manchmal, dass es dann doch mit den Eisen hier manchmal besser, also den Stich 2,20 habe ich jetzt hier oder 2,5,20 von Dastra. Der ist auch sehr schön geeignet für diese Bögen, die hier wirklich ganz gleichmäßig gespannt sind von diesem G hier oben. Das sieht viel besser aus als mit einem Geißfuß. Und wenn ich dann zum Schluss sage, okay, ich bin jetzt wirklich fertig, dann radiere ich halt noch den Bleistift da weg, wenn jetzt wirklich noch was stehen bleibt. Und ich habe natürlich auch die Möglichkeit, mit einem Schleifklotz in Faserrichtung hier oben nochmal drüber zu schleifen. Und dann sieht man manchmal noch so Wackler in den Linien. Die würde ich dann nochmal ganz vorsichtig wegputzen, wenn mal irgendwo wirklich noch ein Wackler drin ist. Den Stich 8, 3 mm könnte ich jetzt hier noch einsetzen für so kleine Rundungen. Jetzt ist es schon etwas besser geworden. Also da war noch so ein Buckel einfach von den Abstichen. Und ja, so im Groben und Ganzen kann man jetzt so arbeiten. Wie er jetzt den Hintergrund macht, wenn er jetzt hergeht und sagt, ich schnitze jetzt hier überall noch so kleine mit dem Hohleisen so ganz kleine Vertiefungen rein, oder meinetwegen nehme ich das hier, das ist noch etwas universeller einsetzbar. Oder ob ihr das irgendwie reinklopft jetzt mit einem Körner hier, immer Punkte reinhaut, das ist ja dann euch überlassen. Ich würde es gern glatt lassen. Einfach, dass ihr euch jetzt noch da weiter Gedanken machen könnt, wie ihr es gerne gestalten wollt. In den meisten Fällen reicht das völlig aus, wenn man es glatt macht. Man wird den Kontrast gut erkennen. Es bleiben ja immer noch so kleine Schnitzspuren. Und bei großen Platten, wenn die dann mal behandelt sind, mit Oberflächenbehandlung, sieht man die Schnittkanten ja meistens noch deutlicher. Also man wird da immer in Kontrast zur oberen Fläche noch wahrnehmen. Allein durch unsere Schnitte, die also glatt in Anführungszeichen darstellen sollen, sind die immer noch ein bisschen gröber als die Fläche hier oben, die ja richtig plan ist. Aber ich kann es noch verstärken, ja, durch entsprechende Schnittführungen. Das überlasse ich aber euch. Da könnt ihr euch jetzt hier sozusagen das weiter ausdenken, wie ihr es gerne hättet. Ich habe den Hinweis gegeben, mit einem Hohleisen quer kleine Schnitte zu machen oder entsprechend zu punktieren mit einem Körner. Das müsst ihr einfach mal probieren, was euch da am besten gefällt, ob es überhaupt gut aussieht und zur Gestaltung am Ende passt. Kann nämlich auch sein, am Ende sieht das einfach gehaltene, geschnitzte viel besser aus, viel ruhiger, und ich kann es sowieso lesen. Also man hat halt eine schöne Tiefe hier, allein durch diesen Schnitt, ne, den finde ich ganz, ganz wichtig, dass man das wirklich genau macht, hier diesen umlaufenden Formschnitt, der so ganz leicht schräg ist, ja. Ich würde ihn nicht gerade machen, sondern ein bisschen schräg, ganz kleines bisschen schräg, das gewinnt einfach viel mehr Tiefe. Da kann ich auch mit einer ganz geringen Höhe wie eine Räumlichkeit erzeugen. Also das wird jetzt schon räumlicher, nur durch diese paar Millimeter. Und wenn ich es noch tiefer mache, wird es natürlich noch stärker. Ja, also da gerne drauf einlassen, auf diese freie, fette Blockschrift hier. Das ist ein unheimlicher Gewinn für die Gestaltung. Damit könnt ihr ganz viel machen. Und dazu wünsche ich euch viel Freude. Dankeschön, dass du mit dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, gib mir gerne einen Daumen nach oben. Schreib gerne einen Kommentar unter dieses Video, wie du es fandest, was dir besonders gut gefallen hat oder wo du noch mehr, ja, Bedarf hast. Dann gerne in die Kommentare reinschreiben. Du weißt, das Ganze kostet auch Geld hier, diese Kameratechnik, die Speichermedien, die Arbeit am Computer. Das ist doch recht viel Aufwand. Ich habe heute noch mal Zeit gefunden, dieses Video zu machen, aber manchmal klappt es eben auch nicht immer so. Wenn du willst, dass ich gerne motiviert bleibe und auch hier in
neue Technik, in neue Speicherkarten, Medien oder Mikrofone investieren kann oder gar in eine neue Kamera, dann unterstütze mich auch gerne hier finanziell. Ich verlinke unter dem Video meinen PayPal-Link oder blende das hier auch nochmal ein. Dann kannst du das gerne nutzen. Das haben schon einige genutzt und PayPal hat, glaube ich, mittlerweile irgendwie jeder. Auch wenn du das vielleicht nicht unterstützen willst, dieses System PayPal, kannst du mich ja darüber unterstützen und das ist dann eine sehr gute Hilfe und ich bedanke mich bei allen, die das schon einmal wahrgenommen haben. Also, vielen Dank dafür und dann wünsche ich dir viel Freude mit deinen vertieft erhabenen Schriften. Das ist eine tolle Wortkombination, vertieft erhaben, dass das dann so schön rauskommt und das wird dir viel Freude machen und den Leuten, die du kennst. Also, probier es gerne aus und versuch auf ein neues Level zu kommen. Bis zum Wiedersehen, viel Spaß mit deinen Arbeiten, mach's gut und ciao.